Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Formel 1. Heute geht es weiter mit dem 6. Lauf der Saison in Monaco. Das anstrengendste Rennen der Saison steht an, zumindest in Videospielform. In der Realität ist Singapur ja noch ein bisschen härter und es wird interessant, denn wir sind bei unserem Heim-Grand Prix und ohne Upgrades seitens Mercedes oder Ferrari geht es nun in die nächste Runde, nachdem wir zuletzt einen sicher geglaubten Sieg leider dann verloren haben und Monaco ist eine grundsätzlich ziemlich anstrengende Strecke. Ich würde mal sagen, wir schauen uns die erste Qualifying-Runde einfach mal komplett an hier. Da öffnen wir natürlich das DRS, sind auch auf dem Max-Gemisch unterwegs. Für Kurve 1 wird dann einfach abgebremst bis in den vierten Gang runter. Und ja, rechts kann man da immer ein bisschen großzügiger den Curb mitnehmen. Hier oben wird es ein wenig hügelig. Vorsicht, aufpassen, dass euch da das Lenkrad nicht die Arme hin und her schlägt. Und hier schön bergab. Da kann man auch immer wieder mal die Kontrolle verlieren. Aber gegensteuern ist da eigentlich recht easy. Hier in der Löwskurve die langsamste Passage der Strecke auf unter 40 km/h kurz gegangen. Voller Lenkeinschlag, erstmals den ersten Gang benutzt, glaube ich, in der Saison. Und ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo es wirklich sinnvoll ist. Und jetzt aus dem Tunnel raus, ungefähr beim 100-Meter-Schild können wir hier anbremsen. So, links, da ist eine sehr, sehr gefährliche Stelle in der Schikane. Da gerät man nämlich immer wieder mit dem Hinterrad gegen. Hier ebenfalls, da kann man fast voll durch. Einmal nur ganz kurzes Gas lupfen. Daniel Ricciardo stellt in der Zwischenzeit eine absolute Bestzeit auf. Hier leicht die Mauer touchiert. Volles Engagement für eine schnelle Runde. Und dann nochmal durch Raskas und die letzte Kurvenkombination. Der ist selbstverständlich nochmal geöffnet und das Ganze reicht im Moment für die Pole Position, aber das war ja noch die erste Runde hier im Qualifying. Eine zweite Runde habe ich im ersten Stint noch nicht angehängt, dafür bin ich dann am Ende nochmal zwei Runden am Stück gefahren und ich habe in der vorletzten Runde nochmal schön Platz gelassen und hier sind wir kurz vor Ende der Zwischenzeit, der Qualifying-Zeit. Ganz, ganz kurz davor noch über die Linie gekommen und im Moment halten wir noch die Pole Position, aber das Ganze hat sich dann im Laufe der Runde so entwickelt, dass wir zwar zwischenzeitlich wieder absolute Bestzeiten fahren konnten, aber Lewis Hamilton zum Beispiel, der war 0,4 Sekunden schneller und links oben, da seht ihr es, wir sind mittlerweile auf den 4. Platz runtergepurzelt. Jetzt geben wir nochmal alles hier, Quersteher am Ende, kostet uns hier eine persönliche Bestzeit. Und insgesamt war da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit drin. So starten wir aber nicht von der Pole Position, sondern Lewis Hamilton. Ganz, ganz knapp eine Tausendstel vor Sebastian Vettel. Dahinter haben wir Bottas und wir beim Heim-Grand Prix von der 4. Das ist nicht unbedingt ideal, aber auch nicht so schlimm. Max Verstappen dahinter vor Perez, Grosjean und Massa. Dann Danny Kwiat vor Jolyon Palmer, Fernando Alonso vor Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo mit Strafen en masse vor Van Dorn, Stroll, Esteban Ocon, Marcus Ericsson und Wehrlein. Und nun hat kurz Jeff das Wort und dann geht's ins Rennen. Viel Spaß. Okay, don't try anything silly into one. It's gonna be crazy in there. Just do your best to stay out of trouble. Ja, wir werden alles Mögliche versuchen, um hier wieder nach vorne zu kommen. Lieber Kollege Jeff. Und das inkludiert auch Kurve 1. Wir werden hier alles geben. Der Start ist nämlich der wichtigste in Monaco. Und wenn da was schief gehen sollte, dann... Ja, wenn da was schief gehen sollte, ist auch nicht schlimm, aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, damit es zumindest für einen Podiumsplatz reicht, denn es ist ja auch der Heim-Grand Prix von Charles Leclerc. Und ja, er wird so ausgesprochen, tatsächlich. Ich wurde auch letztes Jahr, glaube ich, korrigiert, was das angeht. Und hinter uns haben wir Verstappen. Auch ein ziemlich guter Starter. Mal gucken, wie das ganze Prozedere abläuft. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der eine oder andere Pilot hier eine Strafe erhält. Im Qualifying oder nach dem Qualifying. Dass wir hier deutlich weiter vorne sind. Denn von Startplatz 2 aus, da kannst du echt gut gegen die Leute ankämpfen. Und ich glaube auch von Platz 3 aus. Also Bottas startet, glaube ich, innen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube schon. Und da hast du natürlich auch die Innenbahn für Kurve 1. Und das ist sehr, sehr entspannt. Aber gucken wir mal. Wir haben jetzt Position 4.
es gilt, Bottas, Vettel und Hamilton zu besiegen. Start weder eine Position gewonnen noch verloren. Es wird knapp mit Verstappen. Okay, die Top 4 aktuell extrem schnell.
Verstappen muss jetzt schon viel... zurückstecken im Vergleich zu diesen Fahrzeugen hier. Und hier haben wir nochmal das Startprozedere, bei dem Max Verstappen ziemlich gut weggekommen ist, beziehungsweise habe auch ich einen etwas späteren Start erwischt. Insgesamt ist das Ganze aber glücklicherweise noch gut gegangen für uns. Und ich weiß nicht, was Bottas da gerade getan hat, aber irgendeinen Fehler hat er gemacht. In der Zwischenzeit musste Vettel ein bisschen abreißen lassen, Hamilton mit einem riesen Vorsprung mittlerweile. Man merkt, dass es zunehmend Probleme gibt. Und da haben wir nochmal das Überholmanöver gegen Valtteri Bottas. Es gab auch eine Berührung, weil ich nicht mit ihm gerechnet hatte an der Stelle. Aber das Ganze ist noch relativ glimpflich ausgegangen.
Boxenstopp. Understood. Stopping this lap. Sebastian has just entered the pits. Sebastian is in the pits. Okay, Valtteri ist an der Box. Jetzt muss man eine gute Runde folgen. Ich konnte nicht in derselben Runde rein, weil Valtteri Bottas ebenfalls, weil Valtteri Bottas wollte ich eigentlich covern, aber Vettel ist ebenfalls an die Box gefahren. Fast hätte ich hier Glück gehabt, dass da eventuell ein VSC bei rausgekommen wäre. Prozent hinten nach, du liebes bisschen. Und Hamilton die 13-4. Palmer hat hier noch Bottas aufgehalten. Fahrer vor mir. Hat Verstappen so viel verloren, dass er jetzt auf alten Ultrasofts wieder ist? Oder macht er eine 2-Stop? Okay, Leute, das war eine Punktlandung. Ganz knapp vor Valtteri Bottas hier noch. Vettel mit der schnellsten Rennrunde. Die Frage ist, ob ich da nochmal nachziehen soll oder nicht. Oder ob ich es versuchen soll. Ich entscheide mich, glaube ich, eher für den Weg, dass ich hier einfach nur Bottas nicht vorbeilasse. Sind alle auf einer 1-Stop unterwegs. Es gibt nach vorne nichts zu gewinnen. Beim übermäßigen Pushen kann ich nur verlieren.
Ja, sehr schöner letzter Sektor, aber gegen Verstappen kann man ebenfalls nicht überholen auf der Geraden. Was das angeht, ist Monaco leider nicht mehr zeitgemäß. Beispiel führe ich gerne immer wieder an. Jenson Button kam 2012 in einem sehr überlegenen McLaren-Mercedes nicht an einen Caterham vorbei. Rundenlang hat er es versucht. Unter gegebenen Bedingungen kann man hier sogar überholen. Das hat Raikkonen, glaube ich, 2013 dann gezeigt. Aber da muss halt auch wirklich alles stimmen. Es ist zum einen Fluch, weil Verstappen gerade vor uns ist. Andererseits aber auch Segen, weil wir Valtteri Bottas so weiter hinter uns halten können. Ich glaube, langsam aber sicher können wir Verstappen überholen. Die Reifen bei ihm werden echt müde. Aber hier muss ich noch nicht so vorbei an ihm. Gegen Bottas ging es um eine Position. Bei Verstappen wird sich das schon durch... Bei Verstappen wird sich das schon durch einen Boxenstopp regeln und das Safety Car ist draußen. Darf ich dich überholen, Bernd? Danke. Bottas wollte eine Lücke, die nicht existent war. Und ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass die überrundeten Fahrzeuge sich im Spiel nicht zurückrunden während der Safety-Car-Phase. Das nimmt jetzt jegliche Chance raus, hier gegen Vettel ein Überholmanöver zu starten. Hey, Fernando. Alter, mach doch mal Platz. Bottas hat er direkt passieren lassen.
Ja, Leute, was macht ihr denn hier? Jetzt haben wir durch die Überrundung fast schon mehr Zeit verloren, als wir durch Safety Car wieder dazu gewonnen hatten. Oh, und es hat geknallt. Aber so richtig. Das nächste Safety Car vorprogrammiert, oder? Na, überraschenderweise nicht. Es gibt immer noch Gelb da. Okay, Bottas ohne Boxenstopp durchgekommen. Habe überlegt, blind auf Ultrasofts zu wechseln, ohne zu wissen, ob das Safety Car dann kommt oder nicht. Zum Glück nicht getan, der Abstand zu Bottas zu klein. Er fährt nicht an die Box und Safety Car kam auch nicht. Dachte, er hätte einen Flügelschaden haben können. Und hier haben wir nochmal ein Paradebeispiel, wie gut die KI funktioniert. Aber ich bin der Meinung, man sollte nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen. Nach Spanien gab es sehr viel Kritik an dieser. Denn jetzt habe ich auch einige andere Spiele gesehen und muss sagen, Formel 1 ist da durchaus im oberen Mittelfeld, wenn nicht sogar irgendwo an der Spitze anzusiedeln. Vor allem im Singleplayer. ...4,3 Sekunden zu Vettel. Es ist unfassbar, wie schnell wir gerade rankommen. Umso mehr ärgert mich gerade die Zeit nach der Safety-Car-Phase. Mehr Updates.
Und wir sind dran. Und hier nochmal die drei heikelsten Szenen nach der Safety-Car-Phase. Der Überholversuch von Valtteri Bottas, der schon ziemlich optimistisch war. Denn ich bin da einfach eine ganz normale Linie gefahren, um da geradeaus anbremsen zu können für die Rechtskurve. Und er ist da einfach geradewegs in die Leitplanke. Dann haben wir außerdem noch die Szene mit dem McLaren. Das ist gerade so noch ausgegangen. Eine kurze Berührung gab es auch dort nochmal. Und dann gab es auch noch die Szene mit dem Haas, mit Kevin Magnussen und mit Esteban Ocon. Und das hätte echt schief gehen können. Aber mal gucken, wie das Rennen weiterläuft. ...1,3 Sekunden sind es jetzt nur noch. Umso ärgerlicher das mit der Safety-Car-Phase, weil wir hier doch eine unfassbar gute Pace haben. Weiß nicht, was die KI da für ein Problem hat, aber haken wir es als Geschenk von Sepp ab. We have 5 laps of fuel. Jeff, sei leise. Understood. Copy that. Das ist die Führung. Das ist die Führung. Lewis Hamilton macht denselben Fehler wie auch schon Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Und es reicht. Es reicht, nachdem wir ungefähr 10 Sekunden verloren hatten nach der Safety-Car-Phase. Reicht es hier für den ersten Platz in Runde 36 jetzt, sogar Runde 35. Und jetzt muss ich nur noch 4 Runden sicher das Fahrzeug nach Hause fahren. Und dann haben wir hier 25 Punkte, nachdem es in Spanien schon nicht funktioniert hatte. Haben wir hier die Gelegenheit, unseren zweiten Saisonsieg nachzuholen. Und das beim Heim-Grand Prix von Charles Leclerc. Unfassbar, das wär's. Die anderen Fahrzeuge haben nach der Safety-Car-Phase irgendwie komplett einen Pace-Mangel hingelegt. Die beiden Red Bull, die waren richtig, richtig schnell. Die fahren aber auch 2-Stop. Werden die besten Runden unter sich ausmachen. Aber bei uns, da reicht es für den zweiten Platz wahrscheinlich sogar noch. Für den ersten Platz. Sorry, ich bin gerade komplett durcheinander. Lewis Hamilton ist auch nicht mehr im DRS-Fenster. Nicht mal im geringsten. Doch schon, aber... Also im geringsten schon, aber... gerade so nicht drin. Ich möchte ihn aber auch nicht drin haben.
Ui, da liegen Teile. Die Nerven flattern gerade. Aber ich sehe, der Abstand zu Hamilton, der passt. Er passt ganz gut. Und vielleicht haben die Leute alle Motorenprobleme. Wir haben zwar auch zwei Komponenten, die im gelben Bereich sind, aber die dürften die Leistung eh nicht beeinträchtigen. Aber das merkt man auch daran, dass Hamilton im ersten und im zweiten Sektor Zeit verliert. Im dritten, wo wir eigentlich unsere Stärken hatten, da gewinnt er wieder Zeit dazu. Vielleicht, weil ich nicht so risikofreudig bin dort. Natürlich, weil wir die Führung haben. Warum sollten wir jetzt nochmal groß was riskieren da? Es könnte auch daran liegen, dass wir eine Strafe, zum Beispiel fürs Getriebe, billigend in Kauf genommen haben. Und die KI hat das in Spanien nicht getan und bekommt jetzt ein bisschen die Quittung dafür. Okay, ich habe das nicht ganz verstanden, Jeff, aber danke. Da helfen die Untertitel zwischenzeitlich ganz gut, aber bei solchen Funksprüchen würde ich mir wünschen, dass sie warten, bis sie es sagen. Bis sie die wiederholen nochmal, irgendwie außerhalb des Tunnels oder so. So, Leute, und die letzte Runde läuft gleich an. Die letzte Runde. Und ich glaube, nach dem ersten Boxenstopp spätestens dachte niemand mehr, dass es hier nochmal zum Sieg reichen könnte. Irgendjemand steht da, glaube ich, schon seit Runden an der Box. Oder es sind zwei unterschiedliche Personen jetzt gewesen. Nee, es sind zwei unterschiedliche Fahrzeuge gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal irgendwas wird. Spätestens nachdem in der Safety Car Nachphase quasi alle komplett durcheinander irgendwas gemacht haben. Alles lief ins Chaos über. Und wir schaffen es. Wir schließen hier die Lücke unheimlich schnell und können hier tatsächlich zu Sebastian Vettel und Lewis Hamilton nicht nur die Lücke schließen, sondern die beiden Jungs auch überholen und uns hier unseren ersten Rennsieg nach Melbourne sichern, nach dem Auftaktsieg. Jetzt darf ich es aber nicht mehr verschreien. Ganz vorsichtig auch hier nochmal durch. Drei Fahrzeuge haben wir hier überholt. Keinen einzigen beim Start dieser drei Kontrahenten. Aber dafür alle drei im Renntrim an derselben Stelle zwar. Es hat einen kleinen Fadenbeigeschmack, aber das ist nicht schlimm. Das hatte Hamiltons Sieg in Spanien wahrscheinlich auch. Und es ist nicht meine Aufgabe, die KI zu programmieren, aber es ist meine Aufgabe, sie zu besiegen. Booyah! Heimsieg für Leclerc. Unfassbar. Geil. Alter Schwede. Ich sag das, glaube ich, nach jedem Monaco-Rennen, aber Mann, war das anstrengend. Vielleicht nicht das anstrengendste Rennen, aber es war sehr kunterbunt, das Rennen tatsächlich. Für ein Monaco-Rennen sehr unterhaltsam. Nee, es gab schon anstrengendere Monaco-Rennen, aber es war schon hart. Klar, es ist Monaco. Unglaublich. Hamilton ist einfach am Anfang sehr, sehr dominant unterwegs gewesen. Hat da einfach richtig, richtig, also Verstappen sogar mit drei Stops, ganz kurz, um mal die Bestzeiten auch zu analysieren. Verstappen mit drei Stops, Ricciardo mit zwei Stops und Ricciardo knapp langsamer als Verstappen. Aber ja, Hamilton, der war da einfach, also es sind auch nur die ersten zwei gewesen, die da plötzlich langsamer wurden, weil Valtteri Bottas zeitlich doch relativ ordentlich unterwegs war. Also vielleicht haben die Jungs da vorne zu stark gepusht und das, was ich meinte von wegen, ey, ich schon lieber die Reifen, falls da ein Safety Car kommt, das scheint gefruchtet zu haben, denn
auch Valtteri Bottas, der konnte da nicht viel schneller und der ist dann immer knapp unter der 1.15er Marke unterwegs gewesen. Wobei, das ist auch schon relativ langsam, aber schaut euch mal an, was bei Vettel dann plötzlich war oder bei Hamilton. Da sieht man ja dasselbe Bild. Also die sind hier einfach irgendwie nach der Safety-Car-Phase nicht mehr so in den Trim gekommen oder hatten einfach Motorenprobleme. Keine Ahnung, was da los war, aber hey, ich nehme es dankend an, das ist ein hammermäßiges Rennen gewesen und ich hinterfrag mal nicht zu viel, sondern ich freue mich einfach nur, weil, ach du liebes bisschen, ey, vor allem nach Spanien, was ja schon ein bisschen frustrierend war, ist das hier definitiv eine tolle Wiedergutmachung. Ja, und das war sehr, sehr geil, das Rennen, also hat mega Laune gemacht. Also auf die weiteren Punkteränge nochmal zu sprechen kommen kurz. Wir haben Perez auf 5, Kvyat auf 6, dann haben wir Daniel Ricciardo mit einer 2-Stop auf der 7 von Platz 15 aus. Starke Sache und trotz 5-Sekunden-Strafe, sonst wäre der noch vor Dani Kvyat gewesen. Ach du liebes bisschen. Dann Jonyon Palmer auf 8, Massa auf 9 und Hülkenberg auf der 10 und wir gucken auch mal ganz kurz auf die Rangliste. Dort haben wir nämlich mittlerweile 13 Punkte Vorsprung zu unserem Teamkollegen Sebastian Vettel. Bedeutet, er müsste schon die nächsten zwei Rennen gewinnen, vorausgesetzt wir werden Zweiter, damit er wieder vorbeizieht und das nur um ein Pünktchen. Heute haben wir auf jeden Fall 10 Punkte gut gemacht und Lewis Hamilton, der kam 3 weitere Punkte näher ran an Vettel, der hat 18 Punkte Rückstand zu uns und Valtteri Bottas hat sich jetzt den 4. Platz gefestigt vor Max Verstappen, aber punktetechnisch ist er im Moment noch ein bisschen weit entfernt von allem. Und jetzt nochmal in der KWM schauen, da haben wir Renault und Toro Rosso auf Augenhöhe und überraschenderweise immer noch sehr, sehr knapp zwischen Red Bull und Force India geht das Ganze zu. Ja, aber ansonsten, was soll ich denn sagen? Leute, wir haben natürlich durch die Safety-Car-Phase insgesamt profitiert. Allerdings haben wir auch sehr, sehr viel Zeit verloren danach und wenn man das mal gegenrechnet, wir hatten vor der Safety-Car-Phase irgendwie 16 Sekunden Rückstand. Ich weiß nicht, was für ein Problem die KI-Piloten da vorne hatten, Hamilton und Vettel, aber mal angenommen, die wären schon während der Safety-Car-Phase irgendwann langsamer geworden, dann hätten wir da durchaus auch nochmal rankommen können irgendwie. Egal, ich hake es ab, als Safety Car hat uns auf jeden Fall weitergeholfen, insgesamt, trotz dieser ganzen Phase danach. Aber nichtsdestotrotz, wir haben da die Pace gehabt, von einem riesen Rückstand nochmal alles aufzuholen und da nach vorn zu kommen, die beiden Jungs zu überholen, die eigentlich schon wahrscheinlich fest abgemacht hatten, irgendwie, dass sie den Sieg unter sich ausmachen. Und wir kommen da nochmal kurz grätschen dazwischen und ja, holen den Gesamtsieg. Krass. Also zwischenzeitlich war ich da auch wirklich 2 Sekunden scheinbar schneller als die KI, wenn man mal meine Zeiten beobachtet. Denn ganz kurz, nicht die Rangliste. Muss auch aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Weiter drücke. So, zwischenzeitlich waren wir da sogar nochmal, ja, schon. Ihr habt es gesehen, hier jetzt in der Zeitentabelle, nachdem wir an Hamilton vorbei waren, da sind die Zeiten echt in den Keller gegangen wieder. Also absolut wieder schwaches Niveau, aber da hatte ich 4 Runden, wo ich richtig, richtig gut unterwegs war, unter anderem. Und da hatte ich mal einen ersten Sektor, der scheinbar richtig gut war. 6 Zehntel schneller als der vorige. Wow. Ja, aber Leute, was soll ich sagen? Hammermäßiges Rennen, hat mega Laune gemacht. Und jetzt geht's für mich an die Highlights. Für euch geht's bald in die nächste Folge in Kanada. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Rennen. Ich hoffe, dass es für euch genauso überraschend und ereignisreich war. Ich gehe mal davon aus. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei F1 2017. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.